Wunderbar. Schön, dass Sie beide da sind. Das ist wirklich das einzige dieser 20-minütigen Panels, was wir auch quasi zu dritt hier haben. Bündnis 90 Die Grünen. Erhard Grundel und Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Herr Grundel, Sie sind kulturpolitischer Sprecher der Partei in der Bundestagsfraktion und Herr Strengmann-Kuhn, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestags der Grünen und Sozialpolitik ist Ihr Fachgebiet. Wir starten direkt, um keine Zeit zu verlieren. These 1: Bei Selbstständigen gibt es keine Arbeitslosigkeit. Es ist aus meiner Sicht natürlich nicht richtig. Das hat man gerade in Corona gesehen. Natürlich ist jetzt eine Definitionsfrage, aber es gab aufgrund oder gibt aufgrund von Bestimmungen des Staates für einen großen Teil der Solo-Selbstständigen zurzeit keine Möglichkeit zu arbeiten. Das würde ich dann als Arbeitslosigkeit definieren. Also wenn ich das noch ergänzen darf, Unbedingt. Arbeitslosigkeit ist im Sozialgesetzbuch 3 definiert. Also man darf nicht erwerbstätig sein oder maximal geringfügig und man muss nach Arbeit suchen. Das kann bei KünstlerInnen der Fall sein, muss es aber nicht. Was jetzt in der Pandemie noch ein Problem war, es gibt ja diese freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige. Die hat aber oft nicht gepasst, weil die Selbstständigen, gerade die Künstlerinnen und Künstler, nicht unbedingt Arbeit gesucht haben. Also dieser zweite Teil der Definition fehlte. Sie haben aber keinen Zugang zu Kurzarbeitergeld gehabt. Eigentlich war das vergleichbar mit Kurzarbeit, ne? Weil sie durften einfach ihre Arbeit nicht machen. Und deswegen würden wir auch sagen, für so eine Zeit müssten die Menschen, die in der Arbeitslosenversicherung sind, eben auch Selbstständige in der Arbeitslosenversicherung Zugang zum Kurzarbeitergeld haben. Also wenn Sie Arbeit suchen, dann Arbeitslosengeld kriegen und wenn Sie nicht Arbeit suchen und es gibt so eine Pandemiesituation oder eine andere Krisensituation, eventuell auch Kurzarbeitergeld. Hier ist eine Frage, wie ist es dann bei der Verordnung, den Beruf nicht ausüben zu dürfen? Wo gehört das denn hin? Das war dann der Punkt Kurzarbeitergeld. Dann gehen wir mal ein bisschen noch hier auf die einzig eigenen Punkte ein, denn Sie möchten ja auch allen Selbstständigen Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung ermöglichen. Bedeutet aber eben auch, hatten wir vorhin auch schon einmal, bedeutet auch Abgaben. Also eine Versicherung bedeutet ja immer auch Abgaben. Wie ist denn das zu stemmen, wenn die Einkommenssituation sehr, sehr unsicher ist und dann auch noch so gering? Soll ich? Ja, fang du mal Oder soll ich an. noch? Also, wir wollen ja, also jetzt ist das bei der freiwilligen Arbeitslosenversicherung so, dass es nicht unbedingt einkommensabhängig gezahlt wird, was dann für viele Selbstständige auch manchmal ein Problem ist. Wir wollen eine einkommensabhängige Absicherung und die Arbeitslosenversicherungsbeitrag ist 2,5%, könnte nach unserem Dafürhalten etwas höher sein, weil wir auch mehr für Weiterbildung machen wollen innerhalb der Arbeitslosenversicherung, oder das sind dann gerade mal 3% des Einkommens. Das ist für viele zu stemmen. Was aber auch denkbar wäre, dass man wie die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung auch in die Künstlersozialversicherung integriert, sodass dann entsprechend der Arbeitgeberbeitrag auch steuerfinanziert sein könnte, teilweise steuerfinanziert wie bei den anderen Zweigen der Sozialversicherung. Dann ist es meines Erachtens durchaus zu stemmen und es gibt eine gute Absicherung dann halt in den entsprechenden Phasen. Dazu muss man ja aber auch noch sehen, es gibt ja nicht nur selbstständige Künstlerinnen und Künstler, sondern es gibt ja auch welche, die abhängig beschäftigt sind, also Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann ein Projekt haben, was befristet ist und die zahlen da häufig Beiträge in die Arbeitslosenversicherung und kriegen dann überhaupt gar keine Leistung. Das wollen wir auch ändern, weil wir sagen, schon nach wenigen Monaten Beitragszahlung soll es dann auch Anspruch auf Arbeitslosengeld geben, damit die nicht gleich in Hartz IV rutschen. Wenn ich dann noch da, meine Einschätzung ist Unbedingt. nämlich, also ist, dass natürlich diese hybriden Erwerbstätigkeiten in Zukunft natürlich noch total zunehmen werden und dass wir deshalb unbedingt an den Anwartschaftszeiten was machen müssen. Und ich weiß nicht, welche Thesen Sie alle haben, aber welche kommen werden, aber was mir
wirklich wichtig ist, nachdem ich jetzt das auch nach so 1,5 Stunden verfolgt habe, die Gespräche. Ich glaube, dass aktuell natürlich, wir können uns über die Details wunderbar austauschen. Das ist ganz klar. Aber ich denke schon, dass wir die zurzeit dringlichsten Themen unbedingt angehen müssen. Das ist einfach Corona-bedingt. Das sind die unmittelbaren Einflüsse der Pandemie. Und das ist schon eben unsere Forderung oder unser Vorschlag eines Existenzgelds und dann noch die Neuregelung bei der KSK, damit die zumindest jetzt, solange die Pandemie wirkt, die Leute auch erreicht und dass sie dadurch auch unterstützt werden. Das ist für mich das Zentrale. Und wie gesagt, wir können gerne über die Details diskutieren, aber genau da, wenn ich mir das anhöre, was Frau Motschmann gesagt hat, Herr Broster auch, also ich teile das nur in ganz kleinem Ausmaß. Also ich denke, wenn Herr Broster sagt, es wird in der nächsten Legislaturperiode schon angegangen werden, dann widerspreche ich da vehement, weil die Erfahrung ist eigentlich, meine Erfahrung der letzten 4 Jahre, dass ich natürlich im Kulturausschuss, das ist ja Wohlfeil, dass da alle begeistert sind von Kulturschaffenden, von Künstlerinnen und Künstlern, aber das Entscheidende ist natürlich, dass man es über diese Bubble, die eine spezielle Bubble auch bei PolitikerInnen ist, hinausträgt und dass es wirklich, wenn man es auf Partei- oder Fraktionsebene sieht, dass es einfach wirklich auch Crossover ist, dass es die SozialpolitikerInnen interessiert, dass die sich damit auseinandersetzen, aber genauso die Finanzer ganz wichtig und auf Partei gesehen ist natürlich klar, dass die vorne stehen, das auf dem Bild, auf dem Schirm haben müssen, sonst werden wir uns in diesen kleinen Detaildiskussionen verlieren und werden aber nichts auf die Reihe kriegen. Wenn ich das noch ergänzen darf, ich habe ja die Diskussion im Sozialausschuss mitgekriegt. Und da sind so Forderungen von uns wie das Existenzgeld von SPD und Union unisono immer komplett abgelehnt worden mit dem Hinweis, es gibt doch die Grundsicherung für Arbeitslose, was Hartz IV üblicherweise genannt wird. Und da haben wir doch die Zugangsmöglichkeiten verbessert. Das reicht doch. Punkt, Schluss, aus. Und also das ist in dem Kulturausschuss ist das viel wohlwollender diskutiert worden, solche Forderungen im Sozialausschuss nicht. Die FDP hat uns da noch unterstützt, interessanterweise, allerdings jetzt nur für die Corona-Zeit. Wir denken ja auch darüber hinaus und wollen die Existenzsicherung von Künstlerinnen verbessern. Aber wie gesagt, bei Union und SPD ist das überhaupt kein Thema gewesen. Und das ist das, was die Leute jetzt, glaube ich, umtreibt, weil einfach die Existenzgrundlage wegbricht und halt nicht nur in diesen Corona-Zeiten, auch sonst ist die Existenzsicherung halt eine, die wir unbedingt angehen müssen, weil Hartz IV ist jetzt nicht die perfekte Grundsicherung für Künstlerinnen und Künstler, vorsichtig formuliert. Aber Sie haben ja auch gerade gesagt, Grundlage dafür ist ja auch der Austausch miteinander, auch in den anderen Ausschüssen. Wie kommen wir denn dahin, dass wir es schaffen, überhaupt diese Silos aufzubrechen? Naja, der von der Allianz der Freien Künste geforderte Runde Tischkultur, den muss man halt einfach anders, also der ist sehr wichtig, das ist mir ein totales Anliegen, sollte ich nochmal in den Deutschen Bundestag gewählt werden, dass wir das wirklich hinbekommen und dann muss man einfach dann sofort erkennen, dass da von da ausgehend, dass man dann in die anderen Ressorts hineingehen muss. Ich glaube, gerade wenn man sich die Solo-Selbstständigen anschaut, nirgends ist es doch bildhafter da. Also wenn ich bin auch ein Fan von Stipendienprogrammen, aber wenn Frau Motschmann sagt, die Stipendien, die erreichen die Solo-Selbstständigen. Also mir geht es natürlich dann auch um die Leute, die Kultur und Kunst ermöglichen. Also die Leute, die unter den Bühnen oder neben den Bühnen, also Beleuchterinnen, Visagisten und so weiter und so fort, die man natürlich braucht, um Kultur zu ermöglichen, um den ganzen Betrieb am Laufen zu halten, die kommen dann natürlich nicht in den Genuss dieser Stipendien. Und da ist ja aktuell schon so ein Braindrain zu erleben, dass die Leute nicht mehr da sind, weil sie ihre Branche als nicht krisenfest erlebt haben wir jetzt die letzten 1,5 Jahre. Die gehen weg und die machen halt dann Taxifahrer oder machen eine Ausbildung, aber für die Szene sind sie verloren. Und da ist genau der Punkt, wo die Struktur, die Infrastruktur unseres Kulturbetriebs wirklich akut bedroht ist. Und deshalb bin ich eben für das Existenzgeld für Solo-Selbstständige und das ist dann nicht nur aus unserer Sicht nur auf die Künstlerinnen und Künstler gemünzt, sondern schon
wir sehen die Solo-Selbstständigen insgesamt. Es sind natürlich in der Kulturbranche überproportional viele davon vertreten. Ich frage mich trotzdem, wie man es eben schafft, auch im politischen Apparat, und darum geht es ja am Ende eben auch, genau das aufzubrechen und das miteinander hinzubekommen. Wir haben eine Frage von Birgit Maria Sturm. Wie soll die KSK zusätzlich mit Arbeitslosenansprüchen finanziert werden? Im letzten Jahr wurden seitens des Bundes 85 Millionen Euro zugeschossen zum regulären Budget. Die kulturvermarktenden Unternehmen konnten monatelang nichts erwirtschaften. Was ist mit denen? Sollen die etwa noch mehr Künstlersozialabgabe entrichten? Ich glaube, also ja, oder Wolfgang, du, ich habe. Also das mit der Arbeitslosenversicherung, da muss ich Erhard jetzt nochmal unterstützen. Also das ist ja nur ein kleiner Teil. Das ist eher für Leute, die hybrid unterwegs sind, ne, die auch vielleicht auch mal abhängig beschäftigt sind. Da hilft es weiter, oder in solchen Extremfällen wie jetzt die Pandemie, dass es Zugang zum Kurzarbeitergeld gibt. Sowas wie das Existenzgeld ist wesentlich wichtiger. Die Finanzierung ist relativ einfach, weil es ist ja nur ein viel kleinerer Teil als Krankenversicherung und Rentenversicherung. Also es ist 10% davon. Also insofern ist die Finanzierung da kein Problem. Und jetzt ist natürlich klar, jetzt kann keine Künstlersozialabgabe finanziert werden, weil es halt einfach kaum Kunst und Kultur gibt. Läuft jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen stärker an. Aber das ist ja auch eher eine Forderung für die Zukunft. Die Forderung für jetzt ist halt vor allen Dingen das Existenzgeld. Mathilde Gräber schreibt dazu: Was wären für alle Arbeiter und hybride Umstände die Lösung? KSK-ähnliches System für alle, Grundeinkommen, gibt es Modelle über die Spaltung zwischen Selbstständigkeit, Anstellung und Modelle für Karriere, die nicht einheitlich, sondern brüchig sind? Also wenn ich nochmal zur KSK-Finanzierung, was mich jetzt persönlich umtreibt, oder das steht nicht im Wahlprogramm, aber ich sehe natürlich schon, dass auch in der Pandemie es Bereiche gibt, die profitieren, ganz klar, die digitalen Plattformen. Digitale Plattformen, die international unterwegs sind, müssten auch herangezogen werden, um in die KSK einzuzahlen, weil die Plattformen auch WerknutzerInnen im urheberrechtlichen Sinn sind. Und sie profitieren eben durch die Werbeeinnahmen und von den kreativen Inhalten. Und deshalb sind sie auch nach meiner Sicht unbedingt da heranzuziehen. Zu der Frage nochmal, also KSK-ähnliches System für alle oder Grundeinkommen. Ich glaube, man muss in beide Richtungen denken. Also man muss unterscheiden Sozialversicherung und die Mindestsicherung. Bei der Mindestsicherung sagen wir Grüne ja, wir wollen Hartz IV überwinden durch eine Garantiesicherung, die viel unbürokratischer ist, die ohne Sanktionen ist, wo Vermögen in der Regel nicht geprüft wird, die für zumindest nicht Verheiratete individuell ist, bei der die Leistungen angehoben sind, wo man also automatisch das Minimum garantiert kriegt, was halt besser ist als das jetzige System. Und da denken wir perspektivisch, haben wir im Grundsatzprogramm geschrieben, ist dabei die Leitidee des bedingungslosen Grundeinkommens. Das heißt, Stück für Stück auf bedürftigkeitsungeprüfte Leistungen und Leistungen für Künstlerinnen und Künstler. So ein Existenzgeld könnte ich mir auch als grundeinkommensähnlich vorstellen für die Zukunft oder auch mal als Modellprojekt für Künstlerinnen und Künstler. Davon ab unterscheiden muss man die Sozialversicherung. Da gibt es halt die KSK, was ganz gut läuft für die Krankenversicherung und die Rentenversicherung, wo man über die Arbeitslosenversicherung nachdenken könnte oder zumindest die freiwillige Arbeitslosenversicherung ermöglichen könnte, für wer das möchte. Bei der Rente gibt es dann halt noch das Problem mit der Frage Grundrente, Garantierente, wie wird da das Existenzminimum geleistet? Das werden wir vielleicht auch nochmal diskutieren gleich. Aber wie gesagt, für die Sozialversicherung haben wir die Perspektive Bürgerversicherung, wo alle drin sind, für Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, auch Selbstständige, auch Künstlerinnen und Künstler. Und da ist die KSK ein gutes Modell. Und wir wollen aber den Zugang auch für Selbstständige und Künstlerinnen und Künstler schaffen, die halt nicht in der KSK sind.
Ich muss hier ganz kurz mal einen Haken reinsetzen. Wir haben jetzt verschiedene Themen noch. Wir haben eine These, die wir die letzten 5 Minuten unbedingt noch besprechen sollten. Simone Barrientos schreibt, Quote unbedingt, aber auch über Machtstrukturen müssen wir reden und darüber, wie man sie aufbricht. Und pro Quote Bühne schreibt vorhin auch ein Thema, was wir vielleicht nachher in der Abschlussrunde auch nochmal zur Sprache bringen können. Ein Thema, das noch zu kurz gekommen ist, ist die Forderung nach einer mindestens 50% Frauenquote im Bereich der Künstlerinnen und Führungspositionen an Theater- und Opernhäuser, wie es die Jury der Berliner Festspiele vorlegt. Auch das stimmt. Wir sprechen hier sehr speziell über Gelder, aber natürlich ist das eben auch und über Versicherungsmodelle, ist aber auch gerade natürlich in Anbetracht der aktuellen Corona-Situation auch eines der drängendsten, über die wir unbedingt sprechen müssen. Aber unbedingt für alle, das behalten wir im Hinterkopf für unsere Abschlussrunde und bringen es da nochmal zur Sprache. Für die letzten 5 Minuten These 2. Ausfallhonorare sind vertraglich nicht verankert. Der Bund nimmt Kultur nicht ernst. Kurz und knapp, jeder von Ihnen hat 2,5 Minuten. Nimmt Kultur nicht ernst, so weit würde ich nicht gehen. Gerade in der Pandemie hat man jetzt schon die Chance gehabt, dass Kultur oder Kulturpolitik auch mal aus dem Feuilleton ausbrechen konnte und es ist zumindest so auf Seite 3 der Printmedien geschafft hat. Daran muss man natürlich, da müssen wir eigentlich den Pflock einhauen, einrammen, dass es nicht mehr zurückgedrängt wird, weil es geht natürlich darum, die Gesellschaftsrelevanz von Kunst und Kultur für unser Land, für unsere Gesellschaft festzuzurren. Jetzt ist es vielen deutlich geworden. Man kann sagen, ja, der Aufstand der Massen, den hat es nicht gegeben, als Kunst und Kultur jetzt nicht zu sehen war. Aber immerhin haben die Interessensgruppen ihre Stimme gefunden und waren laut, vielleicht noch nicht laut genug. Auch den Schuh ziehe ich mir aber auch als Kulturpolitiker an. Die Kulturpolitiker müssen auch noch viel lauter werden, um diese die ganzen Geschichten, die wirtschaftlichen Sachen, um das einfach noch deutlicher zu machen, wo da, also was noch unbedingt zu machen ist. Es ist ein ungeheures Themenpalette, die vor uns liegt. Und da brauchen wir alle Anstrengungen. Ich kann es nochmal sagen, ich bin froh, dass ich in meiner Fraktion auch zum Beispiel die SozialpolitikerInnen da an meiner Seite weiß. Oder Wolfgang? Dem kann ich mich komplett anschließen und dann schaffen wir vielleicht noch eine weitere These. Wunderbar. Wie steht Bündnis 90 Die Grünen zu einer vertraglichen Verpflichtung zur Zahlung von Ausfallhonoraren? Kann so etwas gesetzlich vorgeschrieben werden? Also nach meiner Meinung ist es auf jeden Fall auf Bundesebene machbar und das würde ich auch unterstützen. Da kommt ganz viel rein, zum Beispiel eben, dass wir diese Kulturförderung, die dann vorwiegend in den Kommunen stattfindet, dass man natürlich sagen muss, die kulturellen Leistungen in der Kommune müssen Pflichtaufgaben werden. Und da kann man sich natürlich nicht auf Bundesebene hinstellen und sagen, Kommune, mach mal, sondern da muss man natürlich den finanziellen Rahmen oder die finanzielle Unterstützung in Form eines kulturellen Länderfinanzausgleichs zum Beispiel schaffen, um das hinzubekommen. Weil ich komme nochmal auf die kulturelle Infrastruktur. Die darf nicht wegbrechen. Wenn uns die wegbricht, es kostet ein Vielfaches, wenn wir versuchen, die wieder herzuholen, ein Vielfaches von dem, was es jetzt kostet, die zu erhalten. Und gerade in Pandemiezeiten sind Ausfallhonorare zwingend notwendig. Noch eine ergänzende Sache dazu, Herr? Meines Erachtens ist die Frage damit beantwortet. Also. Wunderbar, dann haben wir immer noch Zeit, 2 Minuten. Müssen KulturpolitikerInnen nicht vielmehr den Austausch mit den KünstlerInnen suchen, um die Probleme, die sich in der Pandemie gezeigt haben, zu beheben? Wenn ich darf, Wolfgang, dann... Also, oder was sagst du? Also das tun wir, auch als SozialpolitikerInnen und er hat sowieso... Also, ergänzt. Also natürlich, wir haben, wenn ich daran denke, wir haben im Oktober 2020 den 10-Punkte-Plan zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft veröffentlicht, Robert Habeck und ich. Und natürlich die 10 Sachen kamen nicht daher, weil wir so super schlau sind und uns das aus den Fingern gesaugt haben, sondern natürlich kam das
die Grundlagen dafür waren war der permanente Austausch mit den Betroffenen, mit den Verbänden auch natürlich. Lässt man das durch den politischen Filter laufen, aber das ist die Grundvoraussetzung. Aber Sie haben vielleicht den Punkt, Frau Hoffmann, das ist genau das, was zu wenig passiert ist. Ich will mich nicht hinstellen und sagen, man hätte das alles besser machen können, aber so nach 1,5 Jahren muss man feststellen, der Austausch, da hat es total gehakt, dass man nicht wusste, wenn ich vorher nochmal das höre mit Betriebskosten von Frau Motschmann für Solo-Selbstständige, dann denke ich, das weiter weg von der Lebensrealität kann man nicht sein. Und das noch nach 1,5 Jahren Pandemie zu sagen, dass die Betriebskostenerstattung das Mittel, um die Solo-Selbstständigen da durch die Pandemie zu bringen ist, da kann ich nur den Kopf schütteln, ehrlich gesagt. Das eine ist ja das, was Sie eben vorhin meinten, auch, dass quasi auch in der Zivilgesellschaft mehr ein Starkmachen und mehr auf die Straße gehen, lauter werden, alle zusammen irgendwie wirken kann. Aber das andere ist ja wirklich auch die Gespräche mit Politik, und zwar mit Gesellschaft und Politik, um dann auch in der Politik mehr Wirkkraft wieder zu haben. Ich habe hier einen Kommentar und eine letzte Frage noch. Peter W. Strux schreibt, ich habe eher erlebt, dass mit den großen Veranstaltern geredet wurde und weniger mit dem Bühnenarbeiter, der Künstlerin. Ja, auch das ist bestimmt definitiv ein Punkt. Und Lena Krause schreibt, was halten Sie denn da von folgender Idee? Fachgespräche zu sozialer Lage von Kunst- und Kulturschaffenden im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Warum wurde das nicht gemacht? Kurz und knapp, denn wir sind schon über der Zeit. Finde ich eine gute Idee. Wir hatten ja einen Antrag dazu, den er hat federführend gemacht hat. Eigentlich wäre es mal spannend gewesen, dann eine gemeinsame Anhörung zu machen. Auf die Idee sind wir nicht gekommen. Machen wir das nächste Mal. Das war's, ja? Oder kommt noch eine ergänzende Sache, Herr Grundl? Nee? Wunderbar. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle. Wir sehen uns ja gleich nachher in einer Dreiviertelstunde zum abschließenden Panel. Und dann wünsche ich Ihnen bis dahin gute Zeit. Ich danke für die Fragen. Hoffentlich gleich weiter in der nächsten Runde. Und ich werde mal versuchen, hier meinen kleinen Hund zu beruhigen, dass der nicht ständig hier ins Bild springt. Bis gleich.